Swissmade, hallo und herzlich willkommen. Schön, seid ihr dabei. Natürlich haben wir auch heute für euch wieder News aus der Filmszene Schweiz und dann einen grossen Bericht über einen der berühmtesten Geräuschemacher im deutschsprachigen Raum, den Max Bauer. Mehr zu ihm in dieser Swissmade-Sendung. Dann sollen wir auf dem Filmset Besuch gesehen von der schweizerisch-luxemburgischen Co-Produktion 1000 Ozeane und haben sie uns auch nicht Nelo an der Premiere dabei gesehen vom Schweizer Film Heimatklänge. Das alles und noch viel mehr in der heutigen Swissmade-Sendung. Anfangen jetzt kurz und bündig mit den News aus der Filmszene Schweiz. Der Schweizer Animationsfilm «Le Printemps de Saint-Pons» von David Epinay und Eugenia Mumenthaler ist beim 8. Animationsfilmfestival Animadrid ausgezeichnet worden. Er hat den zweiten Preis für den besten Kurzfilm gewonnen. Den Preis von 9.000 Franken konnten die beiden Genfer Regisseure persönlich entgegennehmen. Hier geht es um Bilder, die von behinderten Menschen gezeichnet wurden. Diese wurden anschließend animiert und mit ihren Aussagen gespickt. Der Film «Heimatklänge» von Stefan Schwietert hat in der Kategorie Prix Art, bester europäischer Dokumentarfilm, eine Nominierung für den Europäischen Filmpreis 2007 erhalten. Er handelt von drei Schweizer Stimmartisten, die einen eigenen Musikstil erfinden. Der Film ist bereits auf der Berlinale ausgezeichnet worden. Die Redaktion Swissmade gratuliert. Mehr dazu erfahrt ihr später im Beitrag. Beim 51. London Film Festival, das vom 17. Oktober bis 1. November in der englischen Hauptstadt stattfindet, werden 5 Schweizer Filme vertreten sein. Mit dabei ist unter anderem der Film Retour à Gorée, der die musikalische Reise von Youssou N'Dour und Moncef Genou beschreibt, wie sie von Senegal nach Amerika und Europa reisen. Der Regisseur Pierre-Yves Bourgeau wird auch anwesend sein. Während ich hier so gemütlich hocke, hat der Lucky Frieden wahrscheinlich ein bisschen mehr Stress. Er dreht gerade an seinem aktuellsten Film 1000 Ozeane. Gut, im Moment dreht er auf den Malediven, aber trotzdem wird er als Regisseur einigermaßen gefordert sein. Wir haben den Lucky Frieden und sein ganzes Team von dieser schweizerisch-luxemburgischen Co-Produktion besucht während dem Dreh. Am Flughafen, da ist uns ein Bericht von 1000 Ozeane. Der Thuner Regisseur Lucky Frieden, der mit seinem Erstlingswerk November die Schweizer Zuschauer begeisterte, arbeitet derzeit an seinem zweiten Spielfilm, 1000 Ozeane. Wir waren exklusiv bei der Filmset-Visite mit dabei. Drehort war der Flughafen in Zürich-Kloten. Doch um was es genau geht, haben wir dem Regisseur Lucky Frieden entlocken können. Ich möchte nicht zu viel Preis geben, weil es ist ein Film, der Geheimnis hat, der in der Hälfte eigentlich kippt um 180 Grad. Ich will nicht sagen, wie er kippt. Es ist aber die Geschichte von zwei guten Freunden, die in der Ferien sind auf den Malediven. Und einer von beiden will bleiben, will aussteigen, geht nicht mehr heim. Der andere geht heim in den Alltag und findet im Alltag heraus, dass ganz dunkle Dämonen von der Vergangenheit noch herum sind. Und sich irgendetwas geändert hat daheim. Aber er findet noch nicht heraus, was es ist. Irgendwie ist alles ein bisschen anders. Und langsam kommt er dem Geheimnis auf die Spur, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Für die Hauptrolle hat der Regisseur den deutschen Nachwuchs-Shootingstar Max Riemelt aus Berlin gewinnen können. Obwohl erst 23 Jahre alt, hat er schon mehrere Filmpreise abstauben können, unter anderem den Bayerischen Filmpreis. Doch die Rolle als Michael Villa kam dem Berliner eher zugeflogen. Ich wurde angeschrieben sozusagen von dem Regisseur, der etwas von mir gesehen hatte. Und der hat mir dann dieses Drehbuch geschickt, von dem ich sehr überrascht war, weil es einen Effekt hatte, den ich so noch nicht kannte. Also bis zur Hälfte des Drehbuchs wusste man halt nicht, worum es wirklich geht. Und dann kam halt der Aha-Effekt und es hat mir super gut gefallen. Und deswegen habe ich sofort zugesagt, in dem Falle, sie würden es machen. Und dann haben sie es sogar gemacht. In einer Fantasiewelt! Ich hau jetzt ab. Und so hat er sich auf seine Rolle vorbereitet. Also auf diese Rolle speziell habe ich mich mit Reportagen vorbereitet, also Reportagen über das Wachkoma, weil ich einen Wachkoma-Patienten spiele und mich mit dem Regisseur halt unterhalten, was er sich halt darunter vorstellt, weil es halt ein ziemlich weites Spektrum ist irgendwie an Möglichkeiten, die man hat, dieses Wachkoma darzustellen, beziehungsweise spielt er auch in seiner Traumwelt, dass man eh viele Möglichkeiten hat, Sachen darzustellen oder zu behaupten. Von daher war so viel Vorbereitung nicht nötig. Wir haben natürlich auch geprobt vorher, und um zu sehen, irgendwie, wie alles funktioniert oder die Leute miteinander funktionieren.
Nadia Baraniak ist die Produzentin des Films «Tausend Ozeane». Doch ihre Funktion beschränkt sich nicht nur aufs Geld beschaffen. Sie ist eigentlich der Mensch, der für alles organisatorische, finanzielle bei einem Projekt verantwortlich ist. Wir sind aber sehr nah in Zusammenarbeit mit einem Regisseur immer, weil wir sind da im Prinzip von Anfang an, wo das Drehbuch noch gar nicht da ist, wo eine Idee da ist, wo das Treatment da ist. Wir probieren das weiterzuentwickeln, auch das Geld zusammenzubringen, für das weiterzuentwickeln. Und dann sind wir die, die da sind, die Leute anstellen, die Co-Produzenten suchen. Jetzt hier haben wir einen Luxemburger Co-Produzent gefunden, aber wir sind auch noch da in der Postproduktion und in der Auswertung. Also wir begleiten eigentlich das Projekt auf seinem ganzen Weg, von finanzieller, organisatorischer Seite her, aber natürlich auch immer mit einem Herzblut, das ein Regisseur auch hat. Und in dem Sinne auch mit, also wir beschäftigen uns auch mit dem Inhalt des Projekts. Es ist nicht einfach nur ein Beruf, wo man sagt, okay, Geld zusammenbringen, Leute zusammenbringen, sondern das muss eben auch wirklich ein Projekt sein, das ihm passt. Sonst bringt man es eigentlich nie hin. Das Team ist international. Die Crewmitglieder kommen aus Brasilien, Holland, Deutschland und der Schweiz. Eine luxemburgische Produktionsfirma ist außerdem mitbeteiligt. 75 von 95 Minuten sind schon abgedreht. Nächste Woche geht's dann auf die Malediven für den restlichen Dreh. Der Film läuft dann ab Herbst 2008 auf den Schweizer Kinoleinwänden. Ja, ich bin schon ein bisschen am Üben, wie man Geräusche macht, aber zum Max Bauer, unserem Bericht über den Geräuschemacher, kommen in wenig Augenblick. Zuerst gehen wir jetzt an die Premiere vom Schweizer Film «Heimatklänge». Der ist von Stefan Schwietert und der hat 1996 seinen Durchbruch gehabt mit «A Thickle in the Heart». Der Untertitel von seinem neuesten Werk «Heimatklänge» oder «Echoes of Home» lautet «Vom Jauchzen und anderen Gesängen». Das verspricht schon viel. Ob sich das halten lässt, das sehen wir jetzt. Heimatklänge. Der neue Dokumentarfilm von Stefan Schwietert porträtiert drei Schweizer Musiker, die sich auf Grundlage des klassischen Jodelns eine neue, ganz eigene musikalische Sprache erschaffen haben. Der Film wurde bereits an der Berlinale zweifach ausgezeichnet und ist jetzt für den Europäischen Filmpreis nominiert. Die Stimme ist für den Menschen die unmittelbarste Art, seine Gefühle auszudrücken. Warum aber ist es gerade die alpenländische Musik, die Regisseur Schwietert so fasziniert? Ja, die Musik hat einfach eine wahnsinnig archaische Kraft, weil es ist wie Bluesmusik oder es ist wie Musik aus Afrika, wo einfach aus der Spontanität, aus einem sehr freien Moment entsteht. Also ist ursprünglich einmal gesehen, wo einfach wegen einer wahnsinns Wetterlandschaft oder wenn sich jemand verliebt hat, das dann einfach rausgeschrauen oder rausgejuchzt hat. Und das hat ja dann nichts mehr zu tun mit dem, was später mal gemacht worden ist, wo man im Fernsehen angestanden ist und gejodelt hat im Trachtenkleid und alles ist perfekt und eng und so furchtbar, oder? Und auch die alte Kraft wieder zu entdecken, die auch mit wahnsinnig Landschaften zu tun hat, das hat eigentlich Spass gemacht. Und das ist mir eigentlich möglich geworden, weil eben junge Musiker jetzt die Musik auch wieder aufgegriffen haben und den Jazz oder in andere Bereiche mit einbeziehen. So macht das zum Beispiel Noldi Alda, der aus einer bekannten Appenzeller Volksmusikdynastie stammt und früher zusammen mit seinen Brüdern als die Alda-Burbe national große Erfolge feiern konnte. Nach einem Studium der klassischen Musik und der Violine reichte ihm die Begrenztheit der traditionellen Volksmusik aber nicht mehr aus. Seit 15 Jahren entwickelt er diese deshalb auf eine neue Ebene weiter, insbesondere den traditionellen Naturjodel. Eine ganz andere Annäherung an den Jodelgesang erlebte Erika Stucki. Als Kind von Schweizer Auswanderern verbrachte sie die ersten 8 Jahre ihres Lebens in den USA. Dann zog die Familie in den 70er Jahren in die Schweiz zurück, ins schmucke Walliser Dörfchen Mürren. Dies hatte auch Auswirkungen auf ihre musikalische Entwicklung. Die Vokalistin pendelt heute mit ihren unkonventionellen Gesangsstücken zwischen amerikanischer und Walliser Kultur. I'm swimming in the river, but I'm dreaming of... Die dritte Person, die in Heimatklänge porträtiert wird, ist Christian Zehnder, ein gelernter Logopäde.
Durch seinen eigenwilligen Umgang mit dem Obertongesang konnte er neue wesentliche Impulse in diese Gesangsform einbringen. Das zentrale Thema in Schwieters Dokumentarfilm ist also neben dem Konflikt zwischen Tradition und Innovation auch die Verwurzelung der drei Protagonisten in der Schweizer Heimat. Ein Begriff, der in der heutigen Zeit ziemlich vorbelastet ist. Ja, der Begriff Heimat ist aber so eine Sache. Die Verleiherin hat vielleicht zuerst gefunden, das ist nicht so eine gute Idee, weil Heimat, das ist so negativ, das ist sich abgrenzen, das ist das Vorgärtchen mit dem Haktum und der Gartenzweig und das ist so SVP. Und du bist eigentlich schade, weil Heimat ist ein wunderschönes Wort, was mehr mit eigener Identität und eigener Wurzel zu tun hat. In anderen Sprachen gibt es gar kein richtiges Wort dafür. Und Heimat kann man mit sich nehmen. Also Heimat ist etwas, wo man mit umziehen kann, das offen ist, das nichts tut mit Nationalität und Grenzen. Der Filmtitel Heimatklänge meint aber nicht nur die Verwurzelung im heimischen Umfeld, sondern auch die archaische Rückbesinnung. Die Fragen, wo komme ich her, woher schöpfe ich, was bin ich und was prägt mich, werden aufgeworfen. Gehört vielleicht eine gewisse Besinnung dazu? Eine gewisse Weil die Religion ist vielleicht dahinter. Man hat sich als Mensch sehr klein gefühlt. Sie, ein Wetterumsturz hat gelangt, um einen in Gefahr zu bringen. Und natürlich bringt das einem schon auch einen Gedanken an Gott irgendwie näher wieder. Heimatklänge, ein Film, der sich die Musik zunutze macht und mit ihr spielerisch Grenzen überschreitet. Ein Klangerlebnis mit vielen überraschenden Einblicken, wie uns abschließend auch die Premierenbesucher bestätigten. Ihn interessiert nicht der Mainstream. Aber das knapp daneben. Also der Fazit nach dem ganzen Film muss ich sagen, ist unglaublich, wie genial der Faden, der rote Faden, der immer durchgeht. Weder aufpresst noch. Es ist einfach nicht zu viel. Und es ist eine unglaubliche Aufnahme. Halt. Es ist irgendwie ein Heimatgefühl, das vielleicht doch aufkommt, wenn man den Film sieht. Ich habe ihn schlicht umwerfend gefunden. Wirklich. Ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Film gesehen, der so herzerwärmend und so ehrlich ist. Und so gut. Der 42-jährige Münchner Max Bauer gilt als absolute Koryphäe in Sachen Geräuschmacher. Geräuschmacher, die nennt man auf Englisch Foley Artist. Wieso und warum? Das erfahren die in unserem Bericht. Bevor wir den aber loslässt, noch ein paar Infos zu Max Bauer. Der Max Bauer hat angefangen als Drummer bei verschiedenen Bands, hat dann mal eine Tontechnikerlehre auch angefangen, die relativ schnell, muss man sagen, wieder abgebrochen und hat sich dann ausbinden lassen bei den Meloton-Studios in München von seinem grossen Lehrmeister. Die sind sehr gesucht in Sachen Geräuschemacher, denn nicht jeder verratet gerne seine Geheimnisse, wie man die Geräusche am besten macht. Unterdessen ist der Max Bauer, wie gesagt, selber einer der gefragtesten Geräuschmacher im ganzen deutschsprachigen Raum. Er hat schon für Tatortsgeräusche gemacht, für Kommissar Rex-Folgen und aber mit dem Schweizer Bezug auch für den Film aus dem Jahr 2006 von Andreas Stacca, «Das Fräulein», oder ein bisschen weiter zurück im 1998 für den Freddy M. Maurer-Film «Vollmond». Jetzt wollen wir aber unseren Bericht endlich anschauen und erfahren, was für Geräusche er macht, wie er es macht und vielleicht auch, warum er es macht. Darum jetzt einfach Bericht ab. Humor und Sound waren die Schwerpunkte auf dem diesjährigen Animationsfilmfestival Fantosch in Baden. Zahlreiche Künstler aus dem In- und Ausland präsentierten ihr Handwerk. Auch vor Ort war Max Bauer. Er ist für die Töne und Klänge in Filmen zuständig. Doch das ist natürlich nicht alles. Also eigentlich bin ich in erster Linie Geräuschemacher. Und ich mache Geräusche mit alten oder auch neueren gewöhnlichen Gegenständen. Also ich mache eigentlich als Geräuschemacher alle Geräusche und Töne nach für Filme, die nicht von Sounddesignern hergestellt werden können. Insofern unterscheide ich mich schon vom Sounddesigner. Also der Geräuschemacher ist der, sage ich mal, altmodische Vorgänger, der analoge Vorgänger des Sounddesigners. Vor fast 80 Jahren lernte der Stummfilm seine ersten Worte sprechen. Zu verdanken haben wir diese großartige Innovation dem Erfinder Jack Foley. Daher werden die heutigen Sounddesigner nach ihm benannt, Foley Artists. Wie der Bayer an seinen Traumberuf kam, verrät er uns. Das war ein Zufall. Ich hab Tontechnik mal gelernt, also ich habe studiert und war aber nicht sehr erfolgreich. Und war Musiker, da war ich auch nicht sehr erfolgreich. Und ich habe dann einen alten Geräuschemacher kennengelernt. Ich nenne ihn immer Geräuschemacher Meister, das ist mein Meister sozusagen. Und ich war bei ihm 3-4 Jahre Assistent in seinem Studio in München.
und bin dann Geräuschemacher geworden. Habe von ihm praktisch gelernt, mit alten Schuhen Schritte nachzumachen, Turnschuhschritte, Damenschritte, Herrenschritte, alte Türen knarzen lassen, Bewegungen nachzuvertonen, genau, und Soundeffekte halt herzustellen. Aber alles mit den Händen, ohne Maschinen. Die Geräusche nimmt Max Bauer entweder in der Natur live auf oder er versucht, sie so authentisch wie möglich nachzumachen. Doch so einfach ist das natürlich nicht. Also das ist das Spezielle an diesem Beruf des Geräuschemachers ist, ich sehe im Studio die Filmsequenz, die nachzuvertonen ist, pick mir dann eine Figur oder einen Effekt oder einen Ton heraus und den mache ich nach. Dann fahren wir wieder zurück, machen das Nächste. Das heißt, wenn drei Leute in ein Zimmer betreten, sich hinsetzen und jeder macht sich ein Bier auf zum Beispiel, dann würde ich jetzt für einen Spielfilm oder für einen Kinofilm jeden der Reihe nach einzeln reinkommen, würde ihn hinsetzen, würde ein Bier aufmachen. Dann würde der Nächste reinkommen, würde wieder zurückfahren. Also das würde drei Takes, so heißt das. Also ich würde drei Aufnahmeschritte brauchen, um diese drei Leute zu vertonen. Bei Fernsehen oder Fernsehserien ist es so, dass oft die Zeit nicht dafür da ist. Dann versucht man alle drei irgendwie so zu mauscheln und die Bier so pss, 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 und dann passt das schon irgendwie. Das muss trotzdem sehr genau sein, klar, aber es wird nicht so aufwendig nachgemacht. Und wenn ein Film ganz, ganz aufwendig betrieben wird, dass man zum Beispiel sagt, Mensch, aber die Biers, die wollen wir ganz besonders klingen lassen, so, ja, dann macht man das auch noch separat. Max Bauer ist auf Theaterproduktionen und Spielfilme spezialisiert, doch Vertonung ist nicht gleich Vertonung. Also der größte Unterschied ist natürlich das Publikum und das ist schön. Ich stehe gerne vor Publikum, weil es einfach immer unmittelbar ist, man spürt sofort Reaktionen, man macht irgendwas und die Leute reagieren, haha oder uhuhu. Also das ist toll. Das gefällt mir sehr gut. Es ist ein unmittelbarer Umgang mit den Schauspielern, das heißt, auch die reagieren ja auf mich und ich reagiere auf sie. Also, das ist eine schöne Interaktion zwischen Soundspielern und Publikum auf der Bühne. Das ist toll. Deshalb mag ich die Bühne sehr gerne und das Theater. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es um das 100% super tolle, auf den Punkt getroffene Geräusch gehen soll, dann ist das Studio natürlich besser, weil ich im Studio viel mehr Möglichkeiten habe. Ich sage dann einfach, oh, das war nicht gut, lass es doch mal machen. Und dann sage ich irgendwie, ah, das war ganz gut, aber hinten nach hätte ich noch gerne so einen Knarzen und dann mache ich noch eins nach, weißt du, und jetzt kommst du auf den Punkt. Und das gefällt mir eigentlich an der Studioarbeit auch ganz gut. Allerdings nur, wenn mir die Produktionen die Zeit und die auch geben, um kreativ zu sein, was so oft bei Fernsehserien nicht der Fall ist. Also da muss ich sagen, also ich stehe lieber auf der Bühne wie im Studio mit einer Fernsehserie auf jeden Fall. Es ist natürlich klar, dass der Meister seine Geräuschetricks an seinen Lehrling weitergibt. Doch die kniffligen Tricks werden gehütet wie die des Zauberers. Trotzdem haben wir es geschafft, in seine Trickkiste zu schauen. So hat man früher alte Fahrräder nachgemacht. Das ist eine alte Fischwaage, die klappert wie ein kaputtes Schutzblech. Und das ist einfach eine Kette. Wenn ich jetzt die Fischwaage praktisch um die Kette um die Fischwaage laufen lasse, dann ist es wie so ein schleifendes, kaputtes Schutzblech. Wer Lust hat, kann die Augen schließen. Und wer es erraten hat, kann den Fernseher dann abschalten. Nee, soll er natürlich nicht tun, er soll dranbleiben. Okay, also. Das sind so selbstgebaute Gegenstände. Das ist halt so ein Scharnier dazwischen, habe ich da eingebaut. Damit kann ich so Türgriffgeräusche nachmachen. Das ist eine alte knarrende Tür. Weil wir schon bei knarrenden Türen sind, ganz lustig, das ist ein Stück Tonband. Das kennen noch die Älteren, weil seit 10 Jahren gibt es ja fast keine Tonbänder mehr. Ist ja alles schon digital auf Disc und Harddisc und was weiß ich. Genau, der französische Cognac-Frosch. Genau, so haben die Geräuschemacher früher Regen nachgemacht.
Also ein Mann steht auf, dann macht er die, dann geht er die Treppe hinunter. Genau, dann macht er die Tür auf und dann tritt er in Schnee. Okay, das machen wir jetzt mal. Mit dem Max Bauer ist das leider auch schon wieder gesehen vom heutigen Swissmate. Nicht sang- und klanglos, aber relativ geräuscharm verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder nächste Woche beim Swissmate auf Star TV am Donnerstagabend um 7 Uhr. Bis dann. Tschüss. Vom Jauchzen und anderen Gesängen. Schmeckt er? Stinkt?